Nach den Ferien kehrt der Alltag zurück und täglich erreichen uns neue erschreckende Nachrichten. Da fragt man sich, lohnt es sich, das Leben zu genießen? Darf ich glücklich sein, während um uns herum Chaos herrscht? Bei solchen Gedanken tröstet mich ein Erlebnis aus den Ferien. Meine Familie und ich verbrachten unseren Urlaub auf einem Campingplatz in Jesolo. Eines Tages kam plötzlich eine verzweifelte Mutter auf mich zu und rief, wo ist mein Sohn? Er war vor 5 Minuten noch hier. Ohne Zögern begannen die Leute am Strand nach dem Jungen zu suchen. Jeder fühlte sich verantwortlich. Dabei spielte es überhaupt keine Rolle, wer man war, wo man herkam oder welche Sprache man sprach. Das Ziel war klar, wir finden gemeinsam das Kind. Als der Junge schließlich unversehrt auftauchte, war die Erleichterung aller spürbar. Diese Erfahrung hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, füreinander da zu sein. Wenn wir im Alltag mehr aufeinander achten, können wir dem Wahnsinn dieser Welt gemeinsam etwas entgegensetzen.